Die Absolutions zeigt Ihnen heute Tipps und Tricks zum Umgang mit der Tastatur unter Mac OS X. Sie schreiben einen Text und plötzlich fällt Ihnen ein, Sie brauchen ein bestimmtes Sonderzeichen, zum Beispiel ein Copyright-Zeichen oder einen französischen Akzent, wissen aber nicht, wo der auf der Tastatur umgeht. Wie kommt man jetzt am schnellsten drauf, welches Tastaturkürzel für dieses Zeichen zuständig ist? Dazu gehen Sie ins Apfelmenü, wechseln in die Systemeinstellungen und können dort unter Tastatur die Tastatur- und Zeichenübersicht in der Menüleiste anzeigen lassen. Schauen wir uns das an. Wir haben jetzt ein neues Symbol rechts oben in der Menüleiste und hier gibt es jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, einblenden der Tastaturübersicht. Damit sehen Sie Ihre Tastatur, die Sie am Mac angeschlossen haben, in einer kleinen Darstellung und können jetzt durch Drücken der Sondertasten, zum Beispiel der Shift-Taste, der Control-Taste, der Alt-Taste, können Sie sich jetzt die Tastaturbelegungen anzeigen lassen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel das Copyright-Zeichen suchen, nichts einfacher wie das Copyright-Zeichen einzufügen in den Text, Klick auf das Zeichen, schon erscheint es in Ihrem Text. Weiteres Beispiel, Sie suchen beim Schreiben von Texten Sonderzeichen, bei denen Sie zum Beispiel einen Akzent benötigen, wie es in der französischen Sprache oft verwendet wird, dann sieht man hier das Akzentzeichen schon angezeigt. Man klickt darauf. Jetzt werden alle Zeichen, die dazu passen, angezeigt, also das E, U, I, O und das A. Wähle das A aus und habe den entsprechenden Buchstaben schon hier in meinem Text stehen. Das macht die Tastaturübersicht. Zweite Möglichkeit, die sogenannte Zeichenübersicht. Hier können Sie sich jetzt noch jede Menge Zusatzinformationen anzeigen lassen. Zum Beispiel, Sie brauchen in Ihrem Text ein Emoji. Also eines der aus Facebook, WhatsApp etc. bekannten Smileys und Zeichen. Dann brauchen Sie das hier nur mit Doppelklick anklicken und schon erscheint das in Ihrem Text. Oder Sie suchen zum Beispiel ein mathematisches Symbol. Ja, da Sie in einem Text zum Beispiel das Summenzeichen einfügen müssen. Doppelklick auf das Symbol und schon erscheint das Zeichen in Ihrem Text. Hier haben Sie jede Menge Zeichen zur Verfügung von Pfeilen, über Währungssymbole, Aufzählungszeichen wie Sterne und so weiter, die Sie hier einfügen können. Was noch interessant sein kann beim Schreiben von Text, man verwendet sehr oft Standardtexte, die man immer wieder braucht. Und diese Texte muss man jedes Mal neu eintippen, unnötiger Zeitaufwand. Wie kann man sich diesen Zeitaufwand ersparen? Wechseln Sie ins Menü, ins Apfelmenü auf Systemeinstellungen. Hier gehen Sie wieder in die Tastatur. Dann gibt es hier den Bereich Kurzbefehle. Dann gibt es hier den Bereich Text. Und im Bereich Text können Sie jetzt Textkürzel anlegen. Ein Textkürzel gibt es hier schon, VLG, für viele liebe Grüße. Wir legen uns jetzt ein neues an. Und zwar wollen wir auf das Kürzel MFG den Text legen mit freundlichen Grüßen. Systemeinstellungen schließen wir wieder. Wir wechseln in unseren Text und brauchen jetzt nur MFG einzutippen und schon wird unser Text
automatisch eingefügt. Das funktioniert natürlich nicht nur im Programm Text Edit, das funktioniert in allen Textverarbeitungsprogrammen, auch im Apple Mail etc. Noch eine Einstellungsmöglichkeit gibt es jetzt bei Text, bei der Tastatur, und zwar, man kann auch die Eingabequelle wechseln. Wann kann das interessant sein? Man schreibt zum Beispiel Texte in einer anderen Sprache, verwendet zum Beispiel auch eine fremdsprachige Tastatur, englische Tastatur, dann ist es natürlich praktisch, wenn beim Tippen die richtigen Zeichen auch dort angezeigt werden, wo sie hingehören. Dazu kann man hier eine neue Eingabequelle hinzufügen. Also zum Beispiel brauchen wir jetzt eine englische Tastatur, verwenden dort englische Einstellung. Seht auch hier schon den Unterschied. Ja? Tastenbelegungen sind plötzlich komplett anders. Ja. Und wenn Sie jetzt rechts oben in Ihre Menüleiste oben schauen, dann sehen Sie, jetzt können Sie wechseln zwischen diesen zwei verschiedenen Sprachen, Englisch und Österreichisch bzw. Deutsch. Und jetzt werden bei den Umlauttasten zum Beispiel eben die adäquaten Tasten der englischen Tastatur angezeigt. Ja, und das sind dann eben Strichpunkt, der Apostroph und die rechteckige Klammer. So kann man zwischen verschiedenen Sprachen hin und her wechseln und die Tastaturbelegungen jederzeit ändern. Wir hoffen, es waren für Sie ein paar interessante Tipps dabei, wie man die Tastatur unter macOS X verwenden kann. Bis zum nächsten Mal, Yep Solutions, Ihr Manfred Kreuz.